Hallo und herzlich willkommen zu unserer Buchbesprechung von Kafkas Der Prozess. Jetzt will ich mit euch das dritte Kapitel durchsprechen, beziehungsweise das Kapitel, was den Namen Erste Untersuchung trägt. Was bisher geschehen ist, ist, dass Josef K. in seiner Pension, wo er mit Frau Grubach und dem Fräulein Bürstner wohnt, verhaftet worden ist, ohne jedoch mitgenommen worden zu sein und ohne etwas getan zu haben. Und dass er das ganze Geschehene auch noch mit Fräulein Bürstner und Frau Grubach Revue passieren lassen hat im zweiten Kapitel. Zunächst ist zu sagen, dass sich dieses Kapitel in mehrere Abschnitte gliedert. Zunächst einmal von dem Prozess im Büro, dann der Weg zum Prozess, dann gibt es eine Rede von Josef K. und dann das Erkennen der Realität. Vielleicht ist wichtig, sich nochmal zu fragen, bevor man sich mit dem Kapitel beschäftigt, wann das Selbstbewusstsein von Josef K. kippt und wann das Bewusstsein eintritt, dass alle dasselbe Abzeichen tragen und dass eigentlich alle doch zum Gericht gehören. Hier zeichnet sich so eine gewisse Grundtendenz schon mal ab. Vorab gesagt, dass er immer denkt, er findet Helfer und dann gehören sie doch zum Gericht und sind doch Teil des Prozesses und sind doch gegen ihn. Das Kapitel ist ein bisschen länger als die vorhergehenden und es ist auch ziemlich wichtig, weil er zum ersten Mal mit dem Gericht an sich konfrontiert wird. Zuvor passierte das ja alles nur in seiner Pension und im Prinzip war nichts los. Wir lernen jetzt auch Josef K.s Arbeitsplatz kennen. Er ist nämlich in seinem Büro, wo er auch ein ziemlich hohes Tier zu sein scheint. Er fühlte sich ja im Büro auch ein bisschen sicherer und hat gehofft, dass es ihm denn da passieren würde und nicht irgendwo anders. Aber also hat sich dann ausgemalt, was er tun würde, wenn das im Büro passiert sei und dass es ja viel besser sei. Und jetzt wird er aber im Büro angerufen und telefonisch zu der Untersuchung vorgeladen. Allerdings wird ihm gar kein Zeitpunkt genannt und eigentlich auch kein richtiger Ort, aber da wird ihm dann, soll ihm dann mitgeteilt werden, was ihn dann zukünftig erwarten würde. Er fragt auch nicht genau nach. Sonntagmorgen begibt er sich dann zu der Adresse, das ist in einem heruntergekommenen Stadtteil, in einem Mehrfamilienhaus, also sozusagen im Ghetto. Und da begibt er sich dann hin und sucht dann das Gericht und es befindet sich in einem ganz normalen Wohnhaus, also es ist eine typisch kafkaeske, sehr groteske Situation. Da bewegt er sich dann hin und kommt natürlich zu spät, weil er durch das ganze Treppenhaus läuft und auch nicht weiß, wo das ist. Allerdings findet er das Treppenhaus ganz von selbst, als sei er an unsichtbaren Schnüren dahin gezogen, ne? Und um herauszufinden, wo das Gericht ist, gibt er sich dann auch als Zimmermaler aus und wird dann sofort als Angeklagte Josef K. erkannt und in den Gerichtssaal geführt. Dieser Gerichtssaal erweist sich als eine kleine Wohnung im Hause des Gerichtsdieners. Und da haben sich schon viele Personen versammelt, die alle ein ähnliches Erscheinungsbild tragen. Und da sitzt dann der Richter und wartet auf ihn. Und das ist aber kein Gericht, wie man sich das so vorstellt, kein würdiges amtliches Gericht, sondern das ist einfach eine heruntergekommene Kaschemme, wo jemand mit einem zerfledderten Heftchen sitzt. Und nun soll er vernommen werden und Josef K. gibt nur eine schmetternde Rede zum Besten, was das alles für ein Unsinn sei. Und als ob das Ganze noch nicht genug ist, findet sich da dann auch noch ein Pärchen, das ja miteinander Liebe macht, mitten im Gerichtssaal und auch noch so laut ist, dass man gar nicht richtig Gericht halten kann. Und Josef K. denkt nun, dass die eine Seite des Gerichtssaales auf seiner Seite sei und die andere Seite sei gerichtsparteiisch und hält eine flammende Rede. Und irgendwann kippt diese Stimmung in dem Kapitel und er merkt, oh mein Gott, die gehören ja doch alle zusammen, sie tragen alle das gleiche Abzeichen. Und der Untersuchungsrichter weist ihn dann nochmal darauf hin, dass er ja im Prinzip jetzt sich um Kopf und Kragen geredet hat. Und Josef K. Hat da zum ersten Mal so seine typische Haltung dem Gericht gegenüber. Er ist abwertend und findet, dass das Gericht verlottert ist und mehrere Sachen sprechen dafür, was auch noch ein wichtiges Stilmittel ist, sind die schlechten Sichtverhältnisse,
die in dem Gerichtsgebäude sozusagen, in diesem umfunktionierten Wohngebäude herrschen. Es ist alles nebelig und staubig und auch die Unterlagen des Untersuchungsrichters sind zerflettert und nicht eines Gerichtes würdig. Und dann natürlich noch diese absurde Szene mit dem Liebespaar. Also was gibt es bei dem Kapitel zu beachten? Diese Trübe und diese unklare Sicht ist so ein Stilmittel von ihm, sowohl auf dem Weg als auch im Saal. Es gibt keine Klarheit, keine Struktur und das erzeugt auch gleichzeitig eine Stimmung. Auch das ist auch wieder so eine Analogie wie im Kleinen, wie im Großen. Es gibt keine klaren Abläufe, also wann trifft man sich wo, eine Vorladung schriftlich. Es ist alles nicht geordnet, keine Führung durch den Vorsitzenden. Aber er will sich dennoch auch nicht an die Regeln halten, der Pünktlichkeit beugen. Josef K. wehrt sich da innerlich dagegen und doch versucht er pünktlich zum Prozess zu kommen, obwohl er ja eigentlich gar keine genaue Uhrzeit mitbekommen hat. Also es ist sehr Kafkaesk. Dann gibt es verschiedene Treppenaufgänge da und er nimmt natürlich automatisch den richtigen. Das ist auch so eine unterbewusste Führung. Vielleicht will er sogar zum Prozess, man weiß es nicht. Dann hat er so eine Alibi-Frage, also indem er eben überall fragt, ja, ich ist der Tischler Lanz oder ich bin der Tischler Lanz, ich weiß es nicht mehr genau, wie es war. Und das Gericht aber von sich aus erkennt, dass es Josef K. ist, obwohl es das nicht erkennen kann. Also die beiden finden sich ganz automatisch, so als ob es sein soll. Und Josef K. hat ein sehr eingebildetes Auftreten, also er fühlt sich dem Gericht überlegen, behauptet aber, es ginge nicht um Redeerfolg, doch genau darum geht es. Und noch ganz wichtig ist zu erwähnen, dass es so eine Hoheit des Gerichtes da nicht gibt. Und das muss man nochmal konterkarieren zu der Berufszugehörigkeit von Josef K., der ja ein hoher Angestellter der Bank ist, wo alles ja sehr sauber ist und alle ja sehr viel Wert auf ihr Aussehen legen und alles ganz, ganz strukturiert ist. Eine hohe Stellung hat. Also er scheint sogar dem Gericht in der Form auch überlegen zu sein. Und dann die Waschfrau, die da ja, Liebe macht. Ne? Also wieder eine Frau, die in einer sexualisierten Richtung dargestellt wird. Also das ist auch ein roter Faden in dem Buch, was auch mit Schuld zusammenhängt, mit der psychologischen Deutung. Und Josef K. scheint zwar äußerlich den Prozess zu bestimmen, weil er ja so selbstbewusst agiert und so selbstbewusst eine Rede hält und alles reagiert, aber eigentlich agiert er nicht, weil er ja den Regeln des Prozesses folgt. Er kommt ja, wann er da hingehen soll. Er macht ja keine Eingabe vor Gericht oder so. Und der Wendepunkt in diesem Kapitel tritt einer, der erkennt, alle gehören zusammen. Er wandelt sich vom überlegenen Redner zum Verlierer, der vorgeführt worden ist. Dieses Kapitel solltet ihr euch vielleicht doch genauer angucken, wenn ihr in die Prüfungsvorbereitung einsteigt oder wenn es darum geht, für eine Klausur zu lernen. Denn hierin sind doch schon gleich viele wichtige Stilelemente enthalten und man bekommt einen ganz guten Eindruck von dem, was wichtig ist. Wichtige Figuren in diesem Kapitel ist die Waschfrau, die werden wir später nochmal sehen, und natürlich Josef K., der in jedem unserer Kapitel stattfindet. Alle anderen Personen wie die Wächter oder das Publikum sind weniger wichtig. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr noch mal mehr darüber wissen wollt, dann geht auf kafka-der-prozess.blogspot.de. Das ist mein Blog und da habe ich alles, was ihr darüber wissen müsst, noch mal so für euch zusammengefasst, dass ihr optimal auf jede Klausur vorbereitet seid. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.